Es ist wieder Zeit für TV Allgäu Nachrichten. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Freitagssendung diese Woche hat diese Themen. Der Nachwuchs fehlt. Thomas Kreuzer zu Gast bei Betreuungseinrichtungen in Betzigau. Alt und neu. Die Familie Pfeiffer und ihre lange Tradition in der Seilerei. Und mit Pauken und Trompeten. In Oberstdorf beginnt der 20. Musiksommer. MN Gerüstbau. Schnell, zuverlässig, leistungsstark. Ihr Gerüstbaupartner aus dem Allgäu. Wir stellen alles auf. Das sind die Jungs für Ihr Gerüst. Was tun, wenn der Nachwuchs fehlt? Es ist eine mühsame Aufgabe, mit der die Betreuungsbranche nicht erst seit gestern zu kämpfen hat. Besonders in den Berufsfeldern Gesundheit, Bildung und Erziehung ist der traurige Trend zu beobachten. Personalmangel in den Kitas und Krankenhäusern, der demografische Wandel, alte und kranke Menschen. Die Probleme machen auch vor kleineren Gemeinden wie Betzigau im Oberallgäu nicht Halt. Um sich ein Bild von der aktuellen Lage vor Ort zu verschaffen, war Staatsminister Thomas Kreuzer dort jetzt zu Gast. Der erste Stopp, das Allgäu-Stift Seniorenzentrum. Das Wetter beim Besuch von Thomas Kreuzer war zwar heiter, die Themen, die in Betzigau angesprochen wurden, aber doch eher ernst. Ganz oben auf der Liste von Bürgermeister Roland Helfrich, die Betreuungseinrichtungen. Denn da beginnen die Probleme bereits bei der Finanzierung durch die Gemeinden. Wir haben Unterstützung bekommen, was die Baumaßnahmen betrifft. Aber ich habe es gesagt, das sind einmalige Zuschüsse, das sind einmalige Hilfen. Was wir brauchen, ist für den laufenden Betrieb, dass wir da einfach ein bisschen mit an die Hand genommen werden, dass wir das leichter schultern können. Beim Rundgang durch das Seniorenzentrum lobte der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei vor allem das Hausgemeinschaftsmodell, in dem die vorwiegend demenzkranken Bewohner in Betzigau leben. Allgäu-Stift-Geschäftsführer Philipp Prestl aber machte darauf aufmerksam, dass solche Modelle nur mit dem nötigen Fachpersonal gestemmt werden können. Der fehlende Nachwuchs mache ihnen schwer zu schaffen. Wir haben Herrn Kreuzer deswegen gebeten, sich auch in der Landesregierung dafür einzusetzen, dass die Bedingungen für die Altenpflegeausbildung günstiger gestaltet werden, dass möglicherweise auch darauf hingewirkt wird, dass kein Schulgeld mehr von den Schulen, von den Schülerinnen und Schülern berechnet wird. Der Ausbildungsmarkt ist hart umkämpft bei vielen Berufen und dies trifft auch die Altenpflege. Wir haben vom Staat her berufsbegleitende Pflegeschulen eröffnet, also so dass Mütter mit Kindern beispielsweise sich dort weiterbilden können oder andere Berufstätige, um den Beruf dann zu ergreifen. Wir zahlen ganz erhebliche Zuschüsse in die Altenpflege und wir werden alles von staatlicher Seite dafür tun, dass wir genügend Nachwuchs bekommen. Eitel Sonnenschein ist auch in der Kindertagesstätte St. Afra lange nicht alles. Von einer Verkürzung der 5-jährigen Erzieherausbildung über die fehlenden Männer im Beruf bis hin zu den problematischen Auswirkungen der Buchungszeiten. Leiterin Franziska Petzold lag so einiges auf der Seele. Also es ist so, dass einfach gerade junge Kräfte mit einem sehr, sehr geringen Gehalt einsteigen. Dann zum Teil gar keine Vollzeitstellen haben, sondern auch nur noch Teilzeitstellen, je nachdem, wie gebucht wird von den Eltern aus. Und da kann man nicht leben davon. Wir haben hier die Situation, dass der Staat eben nur das bezuschusst, was gebucht wird. Früher war es schon manchmal so, dass die Kinder gar nicht da waren, aber Kindergärtnerinnen bezahlt worden sind. Dadurch, dass jetzt klar ist, wie viele Kinder sind, zu welchem Zeitpunkt da, kann man dieses Ziel genauer machen. Es handelt sich ja hier um Steuergelder. Ich glaube, dass es insgesamt ganz gut geht. Über eines waren sich Politik wie Praxis aber einig. Das öffentliche Ansehen der Betreuungsberufe muss steigen. Denn sonst könnten alle anderen Bemühungen auf Sand gebaut sein. Am morgigen Samstag wird Pfarrer Florian Wörner im Augsburger Dom in sein Amt als neuer Weihbischof für das Bistum eingeführt werden. Dort werden auch viele Gläubige aus dem Allgäu dabei sein. Wörner hat hier als Kaplan in Oberstdorf und Kempten und als Regionaljugendseelsorger viele Freundschaften geschlossen. Wir stellen Ihnen den Mann, der künftig Bischof Konrad Staser als Weihbischof unterstützen soll, jetzt etwas genauer vor. Das ist die Heimat von Florian Wörner. Eschenlohe, unweit von Garmisch gelegen. Hier wuchs Wörner auf. Hierher kehrte er vor einigen Wochen zu einem Feldgottesdienst zurück.
Dies ist der oberbayerische Teil des Bistums Augsburg und diese Verwurzelung will Florian Wörner auch gar nicht vergessen. Die Kurzhosen habe ich inzwischen ausgeliehen gehabt, aber der Ausleiher hat es mir für den heutigen Zweck wieder zurückgeliehen. Ein bisschen ausgewaschen ist sie, aber das waren meine Hosen. Der Mann ist authentisch und deshalb für die Eschenloher auch heute noch einer von ihnen. Mit dem Florian habe ich 5 Jahre miteinander die Schulbank gedruckt. Er war natürlich immer der Gescheitere wie ich. Mit dem Trachtenverein, mit der Plattelgruppe einen Ausflug gemacht, da war er ja aktiv. Und da waren wir in Arbeitssee drunten. Und da haben wir eine Bootsfahrt gemacht mit Musi und alles. Und da hat er mit einer Mädel vorne auf dem Schiff drum tanzt, unter dem Schiff vorne. Also das war so eine Gaudi. Und jetzt ist er Bischof, man kann es nicht glauben. Zither hat er gespielt als Bub, er tut es heute noch. In der Welt, in der Florian Wörner groß geworden ist, werden Tradition und christlicher Glaube quasi zusammengeschrieben. Der junge Pfarrer hat seine Begeisterung für den Glauben seit jeher weitertragen können, gerade auch an die Jugendlichen. Als Jugendseelsorger reiste er, auch wenn es strapaziös war, zu den Weltjugendtagen. Man spürt so richtig, wir haben etwas Großes Gemeinsames, nämlich unseren Herrgott. Und den haben wir angebetet, gerade vor dem Allerheiligsten Sakrament. Und es war still. Und das gibt also eine Zusammengehörigkeit über die Sprachgrenzen, über die Länder, über die vielen Kulturen hinaus. Das ist ganz was Tiefes. Spirituell leben und kräftig mit anpacken, das sind für Florian Wörner keine Gegensätze. Hier sprayt er vor einem Jugendfestival gemeinsam mit anderen das Logo an eine Wand. Und einen Spaß zu verstehen, ist auch gut katholisch, selbst wenn man dabei baden geht. Um die Jugendarbeit wird Wörner sich auch als Weihbischof kümmern, aber so handfest wird es dabei wohl nicht mehr zugehen. Ich denke gerne an diese Zeit als Jugendseelsorger zurück. Waren sehr schöne Momente, aber ich denke, auch in meiner neuen Aufgabe gibt es Dinge, die wunderbar sind, auf die ich mich freuen kann. Und natürlich auch das Herausfordernde. Gestützt, geführt und aufgehoben geht der jüngste Bischof Deutschlands in seine neue Aufgabe. Es gibt Neues von der Diskussion um den Lindauer Bahnhof. Mehr gleich in Kompakt. Wer gerne gut und günstig einkauft, geht besser zu einem Küchenprofi. In unserer neuen Ausstellung präsentieren wir die Küchentrends 2012. Küchentrunzer in Kempten im Almai 5. Wir stehen für unschlagbare Preise, perfekte Beratung und kurze Lieferzeiten. Familienberg Söllereck, das Freizeiterlebnis in Oberstdorf. Bequem nach oben mit der modernen Söllereckbahn. Rasante Abfahrten mit dem Söllereck-Rodel. Spektakuläre Perspektiven von der Skiflugschanze. Wanderspaß auf dem Naturerlebnisweg. Wir daheim am Söllereck. Mei, wir haben da einen Höferspaß. Über 60 Jahre Erfahrung. Beratung mit Herz und Verstand. Willkommen bei Neuss. Fachkompetente Beratung im Shop sowie meisterhafte Qualität bei Reparatur und Service. Die Ferne ganz nah. Mit Wohnwagen und Reisemobilen von Ihrem Kompetenzzentrum Neuss in Immenstadt Tanners. Berghaus Schönblick, der Treffpunkt für aktive Genießer. Grillfest oder Geburtstagsfeier. Wir sind gerüstet. Familienberg Söllereck, das Freizeiterlebnis in Oberstdorf. Sie denken, eine schicke Küche, die alles kann, kostet ein Vermögen? Falsch! Auch Sie können sich all die technischen Finessen einer zeitgemäßen Küche leisten. Mit Küchenquelle. Küchen, die Sie voll unterstützen, bei allem, was Sie tun. Unser Berater kommt direkt zu Ihnen, misst und plant Ihre Küche dort, wo das am besten geht. Und noch was, jetzt gibt's Geld für Ihre alte. Bis 3.000 Euro als Abwrackprämie. Jetzt Katalog bestellen oder direkt den Zuhauseplaner anfordern. Küchenquelle, Ihre Nummer 1. Waffenbär. Das Haus der Jagd und Tracht. Feiern Sie fröhliche Feste mit Dirndl und Lederhosen von Waffenbär. Waffenbär, das Einkaufserlebnis in Kempten. Also, nicht vergessen, Abwrackprämie kassieren und bis zu 3.000 Euro sparen. Mit Küchenquelle, Ihrer Nummer 1. Wir
Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Die Meldungen vom 27. Juli 2012. Die Bahn plant in Lindau tatsächlich zwei vollwertige Bahnhöfe. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Vertretern von Stadt, Bahn und Freistaat. In den kommenden Wochen müsse Klarheit hergestellt werden über die Dimensionierung des künftigen Festlandbahnhofs in Reutin. Im Gespräch sind dort offenbar vier Gleise sowie Abstellflächen. Der Inselbahnhof soll möglicherweise von derzeit 8 auf 6 Gleise verkleinert werden, ansonsten aber bestehen bleiben. Man sei nach den Bürgerentscheiden zu der Erkenntnis gelangt, dass es kein Entweder-Oder geben könne, sondern eine Lösung für beide Bahnhöfe gefunden werden müsse, so die Bahn. Auch in Sachen frei werdender Flächen zeigte sie sich gesprächsbereit. Welche das seien und wie man sie entwickeln könne, darüber wollen Stadt und Bahn im Gespräch bleiben. Der Freistaat bleibt bei seiner Zusage und will die aktuellen Planungen mit 3,5 Millionen Euro bezuschussen. Die Sicherheitsmaßnahmen im Fendertunnel sind verstärkt worden. In nur einer Nacht hat eine Spezialfirma die neue Profilmarkierung aufgebracht. Die Markierungen sind knapp 1 Zentimeter hoch und wurden im Abstand von 25 bis 30 Zentimeter auf der Sperrlinie befestigt. Sie sollen den Autofahrer warnen, wenn er Gefahr läuft, auf die Gegenspur zu kommen. Die zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen sind mit Behörden und Polizei abgestimmt worden und haben 35.000 Euro gekostet. Die Sicherheit im Tunnel war überprüft worden, nachdem es seit der Eröffnung zu überdurchschnittlich vielen Unfällen gekommen war. Kreislaufprobleme waren vermutlich die Ursache dieses Verkehrsunfalls heute Morgen in der Nähe von Scheidegg. Eine 73-jährige Frau aus dem Landkreis Lindau war am Steuer bewusstlos geworden. Dadurch drückte sie das Gaspedal ganz durch und kam von der Straße ab. Das Auto fuhr einen Hang hinauf und prallte gegen einen Baum. Die Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Ravensburg geflogen werden. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. Die Bauarbeiten für die Ortsumgehung Memminger Berg sollen am 14. August beginnen. Das hat der Unterallgäuer Landrat Weirater jetzt mitgeteilt. Die Umfahrung soll den Ort vom Verkehr zum Flughafen und ins Gewerbegebiet entlasten und 3,8 Millionen Euro kosten. Die Abkochanordnung für Otto Beuern ist vom Landratsamt Unterallgäu aufgehoben worden. Das teilt die Gemeinde jetzt mit. Das Wasser in der sogenannten Niederzone muss nicht mehr abgekocht werden, wird aber bis auf Weiteres geklort. Aquarienbesitzer sollten deshalb weiterhin auf abgekochtes Wasser zurückgreifen. Die Otto Beurer mussten ihr Trinkwasser seit dem 28. Juni abkochen. Der Grund waren koliforme Keime. Die Allgäuer Festwoche liegt in Sachen Besucherzahlen auf Platz 7 in Deutschland. Das hat die Gesellschaft zur freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen, kurz FKM, jetzt mitgeteilt. Vor der Festwoche lägen lediglich Messen in Großstädten wie etwa Mannheim, Hannover oder Leipzig. Insgesamt besuchten die Festwoche im letzten Jahr etwas mehr als 101.000 Menschen. Dieses Jahr beginnt die Festwoche am 11. August. Wertach hat seit heute das schnellste Internet im Allgäu. Staatsminister Thomas Kreuzer gab heute Mittag in 1000 Metern Höhe den Startschuss für die neue flächendeckende Internetverbindung. Mit der ist es sogar auf abgelegenen Alpen möglich, mit 20 Mbit pro Sekunde im Internet zu surfen. Bayernweit belegt Wertach in Sachen schnellste Breitbandnutzung Platz 2. Die Gewinner des LEW-Wettbewerbs Unsere Sonne, Euer Strom sind heute in Memmingen ausgezeichnet worden. Die 6 Gewinnerkindergärten erhalten jeder eine Photovoltaikanlage im Wert von 7.000 Euro. Das Geld stammt aus dem TÜV-Förderfonds Strom Aqua Natur der LEW. Für den Wettbewerb hatten 20 regionale Kindergärten ihre Arbeiten zum Thema »Wie gewinne ich aus Sonne, Strom und Wärme« eingereicht. In den Kindergärten ist genau dieses Thema vollständig aufgearbeitet worden im Rahmen einer Projektarbeit, die über mehrere Wochen ging, wo man die Kinder wirklich begeistert hat. Und das, was man aus den Bewerbungen heraus sieht, wir haben viele Fotos bekommen, wir haben Filmmitschnitte bekommen von den Kindern, die also mal mit einer kleinen Webcam aufgenommen haben, was sie gemacht haben. Man merkt, dass die Kinder mit dieser, ja, den kindereigenen Begeisterung dabei sind in diesem Thema. Und das war schon faszinierend, das hat uns überrascht.
Unter den 6 Gewinnern waren auch der Kindergarten Sonnenschein aus Obergünzburg, der Bauernhofkindergarten der Hayoka bei Günzach und der heilpädagogische Kindergarten Hand in Hand aus Memmingen. Beim Oberstaufen-Cup im Tennis wird zur Stunde ein rein deutsches Viertelfinale gespielt. Dominik Meffert aus Köln trifft auf Matthias Bachinger aus München. Wer dieses Spiel und dann das Finale des ATP-Challenger-Turniers gewinnt, das sagen wir Ihnen natürlich am Montag hier im Programm. Aber jetzt schauen wir uns erst einmal die Wettervorhersage an. Das Wetter mit dem Allgäu-Outlet Sonthofen. Topmarken für jedes Wetter. In der Nacht gibt es noch vereinzelt lokale Gewitter, die aber bis zum Morgen weniger werden. Der Samstag startet freundlich und größtenteils trocken. Die Temperaturen überschreiten bereits in der ersten Tageshälfte die 20-Grad-Marke. Im Laufe des Vormittags nehmen die Wolken zu. Nachmittags wird es erst heiß und schwül mit zunehmenden Quellwolken. Dann kommt es vielerorts zu Regenschauern und Gewittern. Auch der Sonntag bleibt verregnet mit einzelnen Gewittern. Mit maximal 22 Grad wird es wieder kühler. Am Montag sinken die Temperaturen weiter ab. Der Regen hält an. Nur im Flachland scheint ab und zu die Sonne. Der Dienstag wird wieder wärmer. Die Sonne zeigt sich öfter. Es regnet nur noch selten. 2012 scheint das Jahr der Jubiläen zu sein. Die 4 Landkreise des Allgäus sind vor wenigen Wochen 40 Jahre alt geworden und auch der Zweckverband für Abfallwirtschaft, der ZAK in Kempten, durfte sich über sein 40-jähriges Bestehen freuen. Zwar nur halb so alt, aber nicht minder bekannt, der Oberstdorfer Musiksommer. Bereits zum 20. Mal hieß es jetzt Vorhang auf für das renommierte Klassikfestival. Mit eher sanften Tönen und bei strahlendem Sonnenschein hat er begonnen, der 20. Oberstdorfer Musiksommer. Und wie es sich an einem runden Geburtstag gehört, wurde erst einmal mit guten Freunden gefeiert. Wir veranstalten jedes Jahr einen als Dankeschön für unsere Mitglieder, für die Freunde und Förderer, für die Sponsoren und für die Partner, für die Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur, einen Eröffnungsempfang. Die Gäste ließen es sich natürlich nicht nehmen, auch einige Worte an die Organisatoren des Musiksommers zu richten. So lobte nicht nur Thomas Kreuzer den unermüdlichen Einsatz des Teams rund um das Ehepaar Buck. Denn ein solches Festival auf die Beine zu stellen, erfordere viel Arbeit und Engagement. Die Kunst besteht darin, einen roten Faden aufzugreifen, Jahr für Jahr, den neu zu stricken und das, was eben unsere Schwerpunkte sind, Programme mit den Künstlern zu entwickeln, ihnen Raum zu geben, die Idee rüberzugeben und daraus dann gemeinsam sehr individuelle, oftmals auch rein für den Oberstdorfer Musiksommer entwickelte Programme dann im Festivalreigen zu integrieren. Ganze 1,5 Jahre dauern diese Vorbereitungen auf das Festival und trotz 20 Jahren Erfahrung sei es jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung, das Programm auf die Beine zu stellen, so Brandner Buck. Meine Motivation, die Herausforderung zu stemmen und einfach sehr, sehr viel Freude zu empfinden, wenn der Funke übergesprungen ist und Menschen hier in unseren Konzerten sich an der Musik erfreuen und eine Auszeit aus dem Alltag nehmen können. Eine solche Auszeit vom Alltag konnten die Besucher dann anschließend beim ersten öffentlichen Konzert des Musiksommers nehmen. In der katholischen Pfarrkirche wurde unter dem Titel Trompettissimo musiziert. Hinter Trompettissimo verbirgt sich ein Konzert mit dem Württembergischen Kammerorchester und dem Trompeter Wolfgang Bauer, der mit 2 weiteren jungen Trompetensolisten Konzerte für 1, 2 und 3 Trompeten mit Orchester spielen wird. Und es sind Werke, die aus der Barockzeit stammen, von Vivaldi und von Hertel. Und bei den Klängen von Vivaldi, Hertel und Bach fiel es den zahlreichen Zuschauern nicht schwer, den Alltag hinter sich zu lassen. Noch bis zum 16. August können Sie rund um Oberstdorf Klassikkonzerte erleben.
Weiter geht's bereits heute Abend im Oberstdorfhaus. Dort spielt das Tenhagen-Quartett gemeinsam mit einer Jodlergruppe und weiteren Musikern aus der Region eine Mischung aus Klassik und Volksmusik. Das klingt interessant. Nach der Werbung sehen wir uns wieder mit der Allgäu-Reihe. Diesmal waren wir bei der Seilerei Pfeiffer. Höbel Kunststofffensterbau. Fenster und Türen, hergestellt mit handwerklicher Perfektion und Präzisionstechnik, verleihen Ihrem Heim Wärme, Schutz und Sicherheit. Fenster und Türen von Höbel, die Visitenkarte Ihres Hauses. Traumhaft reisen mit Arnold, Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Diesen Sonntag in TV Bayern Live. Wie effektiv sind Sie wirklich? Monster Trucks durchkreuzen Bayerns Straßen und neue Polizisten braucht das Land. TV Bayern Live jeden Sonntag um 17.45 Uhr auf RTL. Ich freue mich auf Sie. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee, warme Brötchen und meine Zeitung. Das Leben kann so schön sein. Und wenn es mal wieder anders läuft? Dann will ich trotzdem meine Zeitung lesen. Und zwar wann ich will und wo ich will. Denn meistens bin ich eh zur falschen Zeit am falschen Ort. Im Büro, am Strand oder einfach in der Badewanne. Dank dem neuen E-Paper der Allgäuer Zeitung muss ich mir darüber keinen Kopf mehr machen. Egal ob zu Hause am PC oder als App auf iPad und Android. Ich bestimme wie, wo und wann ich meine Zeitung lese. Meine Zeitung. Wie, wo, wann ich will. Null Bock auf. Überfüllte Hörsäle, nichts als Theorie und Blabla. Good old Germany. Lust auf echtes Wissen aus der Praxis? Du im Mittelpunkt. Studier mit über 20 Nationalitäten in Englisch. Die Zeit ist reif. Das European Business College München. Englischsprachig, praxisorientiert. Zum staatlich anerkannten Bachelor in Kooperation mit IBS Vilnius. Erobere die Welt. Das European Business College München. Flexibel, global, anders. Ein Familienbetrieb, wie er im Buche steht, das ist die Firma Pfeiffer. Sie stellt Drahtseile her, die in allen möglichen Sparten zum Einsatz kommen. Die Seilerei hat in der Familie eine lange Tradition und man erinnert sich immer wieder gern an die Anfänge. Trotz aller Industrie hält die Familie gleichzeitig auch das traditionelle Seilerhandwerk hoch. Während nämlich der Bruder sich am Standort in Memmingen mit der sogenannten Konfektionierung. Das Allgäu-Fenster wird präsentiert von der Allgäu GmbH. Bruder und Schwester beim gemeinsamen Herstellen eines Seils. Eigentlich ein eher seltener Anblick. Denn während Renate Pfeiffer häufiger an der traditionellen Seilerbahn steht, ist ihr Bruder Gerhard sonst hier anzutreffen, bei der Firma Pfeiffer Seil- und Hebetechnik in Memmingen. Das Unternehmen stellt Drahtseile her für Kräne, Brücken oder Sportstadien, zum Beispiel für zwei Stadien in Südafrika, die 2010 Schauplatz der Fußball-Weltmeisterschaft waren. Beim Standort in Memmingen werden die Drahtseile konfektioniert. Dafür müssen sie der Länge nach in der Halle ausgebreitet werden. Unter Drahtseilkonfektionierung versteht man, dass man Seile in großen Längen erstmal bezieht, eben vom Seilhersteller. Und dann schneidet man diese Seile auf den Kundenbedarf zu. Das heißt, man hat eine definierte Länge, die man dem Kunden anbietet. Und dann braucht man für ein Seil, das man einsetzen kann, auch eine entsprechende Endbefestigung. Und diese Endbefestigungen, die bringen wir dann an die Seile an. Die Geschichte der Familie Pfeiffer ist eng mit der Seilerei verknüpft. Gerhard Pfeiffer führt das Unternehmen in der 12. Generation. Vor allem der Vater der Geschwister hat dafür gesorgt, dass die Firma den Sprung in die Moderne schaffte. Diese Handwerkstradition hat dann sozusagen einen Umbruch erfahren, als mein Vater festgestellt hat, dass man mit Seilen, insbesondere mit Drahtseilen, eigentlich die Zukunft haben wird. Das heißt, da gab es ja in der Nachkriegsphase sehr vieles aufzubauen. Es wurden Baumaschinen in großem Stil benötigt. Tatsächlich reicht die Geschichte der Seilereifamilie Pfeiffer mehr als 430 Jahre zurück. Genauer gesagt ins Jahr 1579.
Damals gab es einen Streit zwischen zwei Seilermeistern in Memmingen. Und dieser Streit wurde vor dem Stadtrat ausgetragen, denn es gab noch keine Rechtsprechung, es gab noch keine Gerichte in dem Sinne, sondern die Rechtsprechung hat der Stadtrat vorgenommen. Und dieser Rechtsstreit ist dann eben durch den Stadtschreiber dokumentiert und es gibt eine Aufzeichnung. Und das ist die älteste Urkunde unserer Familienhandwerkstradition. Und genauso wie damals Seile hergestellt wurden, macht das Renate Pfeiffer auch heute noch. Meist zu speziellen Anlässen wie den Memminger Wallensteinspielen, die dieses Wochenende beginnen. Da wird sie dann auf dem Handwerkermarkt ihre Kunst zeigen. Die Seile stellt sie aus den Fasern der Hanfpflanze her. Man muss sich vorstellen, ein großes Feld mit Hanfpflanzen. Die werden dann, wenn sie reif sind, werden sie geerntet. Das heißt, die werden geschnitten, dann werden sie auf dem Feld ausgelegt. Und dann entsteht eine sogenannte Wasserröste. Das heißt, es wird feucht, das trocknet, das wird feucht und trocknet. Und dann werden die Stängel, wenn sie trocken sind, werden sie gebrochen und dann kommt die Faser zum Vorschein. Und dann werden sie über die Schwinge geschlagen, dass die Holzteilchen wegfliegen. Und dann wird die Faser gehechelt. Gehechelt heißt, die Faser wird ausgekämmt, damit sie gleichmäßiger wird. Dann schlägt Renate die Fasern in ihre Seilerschürze ein. Aus der Mitte der Fasern spinnt sie mit ihrem Bruder dann eine sogenannte Litze. Da gibt es vieles zu beachten. Dass der Hanf gleichmäßig aus dem Bauch rauskommt, natürlich muss man vorher berechnen, wie viel Hanf brauche ich für das Hanfseil, um dann eine gewisse Bruchfestigkeit zu erlangen. Aus vier Litzen drehen die beiden dann ein Seil. Die Kunst des Seilers besteht darin, das Leitholz gleichmäßig zu führen, denn nur so entsteht ein ebenmäßiges Seil. In Renates Veranstaltungssaal, das große Wohnzimmer, entdeckt man überall die Liebe und Verbundenheit zur Seilerei. Ich arbeite gern mit dem Naturprodukt. Man kann viel kunsthandwerkliche Dinge draus machen. Das ist so mein Hobby. Mit Hanf ein Hobby, mit Draht ein Geschäft. Bei der Familie Pfeiffer dreht sich eben alles ums Seil. Das Allgäu-Fenster wurde präsentiert von der Allgäu GmbH. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Aber auch am Wochenende sind wir für Sie da mit dem Wochenrückblick. Außerdem gibt es in unserem Magazin Treffpunkt Freizeit die letzte Folge der Seenreihe. Diesmal war das Team am und auf dem Forgensee unterwegs und das mit königlicher Begleitung. Ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut, für Gott und auf Wiedersehen.